Und damit wieder hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play, in diesem Fall Together, mit mir Stölle und... mit mir Darius, und wir werden jetzt in Neo Magazin Royale das Spiel spielen. Das Spiel spielen, und das ich klicke sofort auf neues Spiel. Mal schauen, dein Fortschritt wird automatisch gespeichert, das ist sehr schön. Danke für diese Information. Mittwoch, 16.12.2015, 11 Uhr, nach einer wahren Begebenheit. Bestimmt. Tief in Köln, Hahnwald. So sieht's also in Köln aus. Die Mason Pömermann? Mein Sohn? Paul Mason. Jan Böhmermann steht an dem Computer und tippt irgendetwas ein. Der zu einer Orgelmusik oder so ein Shit, ne? Williams Text ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug. Die Show fängt gleich an. Oh mein Gott, schnell. Schnell zum Flugzeug. Also er ist in Köln und will nach Köln. Oh, und da kommt schon das Intro. Neo Magazin Royale. Das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Ganz klassisch. Wie in der... Jäger der verlorenen Glatze. Und plötzlich ist ein Cabrio. Jäger der verlorenen Glatze. Hihi. Neo Magazin. Royal. Jan Böhmermann. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royale, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Okay, damit wurden wir also introduced. How to use. Also mir ist gerade mal aufgefallen, dass da gerade kein Ton war, deswegen gucke ich einfach mal rein. Aber das nützt nicht viel. Gehe zu Sendungsbuch. Bin dazu Sendungsbuch mit. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Warum sind Einstellungen? Da war ich ja gerade drauf, aber so. Es geht nur zurück zum Spiel. Und Spiel beenden. Ja. Aber sonst ist das doch. Ja. Ich probiere einfach mal. Vielleicht ist das dann vertont. Soll er sich einfach. Für die einen ist es ein Feuerlöscher, für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt. Tink riecht das Schleckermäulchen innerhalb von zwei Bratwürsten leer geschlürft. Okay, also war das nur das Intro, was... Genau, das, was wir auch nicht vorgelesen haben. Genau. Zu spät. Tut uns leid, ihr könnt alle lesen, oder? Müssen wir. Aber 6 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Rede mit Feuerlöscher. Don't drink and play. Sind das Dinge, die man Feuerlöschern sagen sollte? Weiß ich nicht. Besser nicht. Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Haha. Mensch, ey. Füße hoch, der Witz kommt tief. Geht zum Notausgang. Wir gehen einfach mal hier rüber. Ah, hier sind noch ein paar mehr. Geh zu Topfpflanze. Schauen wir uns doch mal die Topfpflanze an. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Rot. Das hat er nicht vertont. Nee. Das hat er nur geschrieben. Geh zu Stromkasten. Aber grün und komisch gewachsen. Lieber nicht. Das einiges ist noch nicht vertont. Das ist echt komisch. Geh zur Tür. Geh zur Situation Room. Situation Room. Situationsraum. Hey, hallo, Herr Böhmermann. Ey, Leute, hat einer von euch William gesehen? Ein Bällchenbad. Wo können wir das benutzen? Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Gut, es wurde gerade automatisch gespeichert, habe ich gerade hier oben gesehen. Aber das mit dem Bällebad, da kann ich mir sogar vorstellen. In der Neo Magazin Redaktion. Ja. Ist nicht so unwahrscheinlich, dass sie da sowas nicht wirklich rumstehen haben.
Hut? Was da wohl drin ist? Eine Kreditkarte. Noch eine Kreditkarte. Wärst du lieber ein depressives Einhorn oder ein mega schlauer Nacktmull? Das habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Das findet er sehr witzig. Geht zu Gagmaschine, da kriegt er seine Gags raus, oder was? Die Gagmaschine, sie produziert die ganzen Gags. Das hätte ich dann wohl ja bestätigt. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Wall of Beef können wir da vielleicht... Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Was das? Ja, scheinbar. Dann gehen wir doch mal zum Beefträger, der sich da gerade... Beefträger oder Briefträger? Der Beefträger. Der Beefträger. Er bringt den Beef. Gucken wir doch mal den das Beefträger. Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Er bringt den Beef. Das ist jetzt 1:1 das gewesen, was du sagtest. Du bist ja ein Böhmer. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Briefträger und ich bringe den Beef. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Das sind alles so eine Gags aus der Sendung. Deswegen, haben Sie denn auch ein Beef für mich? Haben Sie denn auch ein Beef für mich? Warum ist er nicht vertont? Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. DJ Will.i.am gesehen? Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Das haben wir doch aber gerade schon gefragt, warum. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering! Igitt! Okay. Ich glaube, Böhmermann hatte nicht so viel Zeit, um die ganzen Texte einzuspielen. Böhmermann ist halt ein so viel beschäftigter, populärer Star. Promi. Der hat keine Zeit, hier Videospiele zu vertonen. Richtig, richtig. Haben Sie denn alles für haben die Sendung? Alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Haben Sie dann ist ja gut. Bis später. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm? Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Gut. Geht zur Weltkarte. Gehen wir mal zu den Fleischklops. Bevor wir das machen, ich will mir nochmal die Weltkarte. Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören. Das ist tatsächlich die Weltkarte. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Naja, geht von Deutschland ganz viele Pfeile in die Welt. Und zwar hat er doch mit den Bastel Brothers, hat er doch mal, also in dem Sinne hat er ja laut der Amerikaner deren Sendung geklaut. Und da war hier dieser eine ganz berühmte, Namen sind Schall und Rauch, die muss man nicht kennen, die machen so eine Flachwitze und egal. Jedenfalls haben die gemeint so, ja, hier der deutsche Sender hat das geklaut und will dann die Welt an sich reißen. Und da haben sie auch so eine Karte gehabt, wie im Hintergrund, dass von Deutschland aus wieder alles besetzt wird. Ja, die Amerikaner. Nice. Die Amis. Die Amis. Die Amis. Freibad. Achso, hier. Ah. Jetzt macht das Sinn, was wir vorhin im Tutorial gespielt haben, aber dazu kommen wir später. Zum Tutorial, oder? Nee, zu dem, was wir vorhin hatten. Ist egal, das Game Wer ist Bart? Ach so, ja. Das Game, das wir gerade auf einer Website aufgenommen haben. Was dann nur der Trailer war. Ja, nachdem wir vorher einen Trailer gesucht haben. Hi Bart. Hi Bart. Hi Bart. Hey Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Ich hätte die Stimme jetzt gar nicht erwartet. Ja, der ist ziemlich weich, die Stimme. Ja, so. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja, macht Sinn.
Echt? Das eigentlich... Ach, ist egal. Man sieht sich. Gut, das war... Gut, können wir den Raum dann noch irgendwie verlassen? Oder gibt es hier noch was, womit wir interagieren können? Da ist noch so ein Schalter neben der Tür da hinten. Neben. Oh. Gag-Automat, da wo der Fall gerade drauf war, aber da war ja keine hinter. Ja, hier meinst du, das war? Ja. Na, wenn nicht, lass uns eine der Türen nutzen, um auch einen anderen Raum aufzusuchen. Ich glaube, wir können nur wieder rausgehen. Ist ja auch schon mal was. Ja. Oder können wir... Wir können ja erst Tisch mal da könnten gucken. Könnten wir noch irgendwas machen. Oder Hautflocken, können wir die mitnehmen? Bitte nicht. Nein, danke. Besser auch. Die Tafelrunde. Tisch. Where the magic happens. Where the magic happens. Du musst jetzt mal denken, dass der Beefbringer zum Beispiel ein normaler Mensch ist. Jetzt bist du gerade rausgegangen, kommst wieder rein, um dir seine abgerubbelten Hautschuppen anzugucken und dann wieder rauszugehen. Aber mit einem Kommentar wie, nein, danke. Das will ich nicht haben. Das will ich nicht haben. Das will er nicht haben. Ist verständlich, ne? So, dann gehen wir doch mal zu der Tür und benutze Tür. Abgeschlossen. Hier ist ein Lichtschalter, der aber nicht aufgeht. Ist der aber dann vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Abgeschlossen. Ey, da schließen die Scheißhäuser da ab. Oh, Captain Obvious. Abgeschlossen. Hier stand der einfach noch nicht, oder? Quatschen wir mit Captain Obvious? Oh, natürlich. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. So, gehen wir einfach mal straight ahead durch. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Dem Geruch nach in deinem Büro. So. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Das hast du gemacht. Falls gut, dann müssen wir jetzt wohl in unser Büro gehen und machen schneller. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Gut, dann können wir ja nur. Hier hinten können wir auch nicht mal. Gehe zur Bühne, aber ich würde erstmal hier den Raum sagen. Ja. William? Genau, ja, definitiv. Oder? Definitiv. Dir wenn ihr so, dir. Dann. Lieber nicht, klebt ein bisschen. Lieber nicht, klebt ein bisschen. Dann geht es Waschmaschine. So, und jetzt? Komm, wir nutzen Pulli. Ein William-Pulli. 100% Alpaka-Wolle. 100% Alpaka-Wolle. Gespeichert. Alpaka-Wolle ist wichtig. Schminkzeug kann man das mitnehmen. Das bleibt schön hier. Ledersessel, kommt der gleiche Spruch vielleicht nochmal? Mal gucken. Reden ist Silber, woanders draufklicken ist Gold. Nee, der Witz aus dem... Ja, den haben sie sich jetzt geklemmt. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Bin nur zu spiel. Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Rede mit Spiegel, sehe ich aus wie Markus Lanz. So, an dreien sind Schlösser dran. Ja, dann versuch's mal in dem, wo keins ist. Abgeschlossen. Gut, dann. Klemmt irgendwie. Dafür brauchen wir. Was war das für ein Geräusch? Etwas zum Öffnen. William? Bist du da drin? War das Schall oder? Weiß ich nicht. Es war zweimal da. In verschiedenen Farben. Geht zur Kreditkarte von Markus Lanz? Die Kreditkarte von Markus Lanz? Kreditkarte benutzen mit. Was findet das? Oh, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Mega Fail. Die Kreditkarte. Ja, du hast. Jetzt auch. Ich habe die Kreditkarte von Markus Lanz kaputt gemacht. Aber du hättest sie erstmal benutzen sollen und dann kaputt machen sollen. Aber, na, haben wir doch. Um den Schrank zu öffnen. Wie bei fünf Freunde. Wir hätten uns erst mal fünf Autos kaufen sollen. Fünf Autos, ja.
Hm. Ja, viel, um sie dann wieder wegzuverkaufen, natürlich. Hat Markus Lang so viel Geld? Ja. Weiß ich nicht. Naja, jetzt gehen wir wirklich in den Schrank. Ja, der hat Wetten, das eine Zeit lang gemacht. Und er hat seine komische Sendung da. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Hier irgendwas? Oh. Kiste mit Krankbegehrt, Kiste mit Seepferdchenabzeichen. Wieso ist die Kellerfenster unten da? Haus? Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Trödeltrupp. Hühnerkostüm. Können wir das anziehen? Blamilen oder Kassilen? Blamilen oder Kassilen? Das bleibt schön das hier. Schön hier. Okay, Skelett, anschauen. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Latex-Anzug können wir. 50 Shades of Kohl. Ich lass ihn lieber hier. Da, die Maske können. Nein. Kanister. Was ist das denn für ein. Oh, geht zu Glump-Dosen. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. 10 Minuten später. Glump. Willi Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Gut, dass dieses Erfolg zu spät kam. Also da zum Handzeichen. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Konterglump. Ein Konterglump. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich Konterglump suchen. Ja. Die meinte ich vorhin. Ja, die Bastelbrothers. 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 Gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Gerade richtig. Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln. Und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Also Alpaka-Schweiß. Du findest uns in der Werkstatt. Okay, in der Werkstatt. Ich schreibe den mal kurz auf. Stift da drüben. In der hier. Der hier müsste. Müsste. Also Cola, Alkohol, Zitrus, was? Zitrus, irgendwas. Aroma? Alpaka-Schweiß, weiß ich noch. Alpaka-Schweiß. Ich wüsste auch schon, wo man das, den... Alpaka-Schweiß findet? Ja, und zwar in dem William-Pulli, weil der war vorhin nämlich... Aber das ist, ob der noch Alpaka ist. Das ist aus Alpaka-Wolle, das stand da. Genau. Aber ob der auch Alpaka-Schweiß enthält? Weiß weil der wurde, kam aus einer Waschmaschine, der wurde gewaschen. Bowlingkugel können wir die. Ich glaube, Willi mag einfach nur Alpakas. Keine Chance. Keine Chance. Er hat sie fest in seinen Klauen. In seinen Klauen. Handschellen, können wir Handschellen ja, mitnehmen. Witzig. Ruderpolizei. Ich hab Polizei, genau. Medizinschrank, können wir da irgendwas ändern? Oh, Gummihandschuh. Gummihandschuh ist immer gut. Gummihandschuhe kann man immer gebrauchen. William Korn, können wir mit dem reden? Probieren. Hallo. Hallo, William. Hallo, William. William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Raus aus den Federn, alter Mann. Guck mal, was ist so unruhig und Glumpgurgelndes Schwein. Du bist ein übel riechendes, glumpgurgelndes Schwein. Ich weiß nicht, wie man sowas lesen soll. Ich auch nicht.
Da hilft nur eine Dose Kontaktlupe. Okay. Und ich glaube, hier unten finden wir nichts mehr. Das hat man ja auch schon alles angeguckt. Und Schminke wollte er nicht. Williams Kamerahut auch nicht. Die anderen sind ja... Die Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Ah, okay. Können wir jetzt auch auf die Toilette gehen? Ich will einmal kurz auf die Toilette probieren zu gehen. Abgeschlossen. Ah, aber hier kommen wir rein. Nee, dann machen wir Folgendes. Dann gehen wir erstmal auf die Stage. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. Ah, okay. Hier waren wir ja schon drin. Ja. Nee, Notausgang. Da ist ja eine Tür offen jetzt. Wir gehen erstmal hier hinten, weil die sieht aus, als wenn da noch mehr Räume dran wären. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ich bin Steuerprüfer. Ich bin hier, um Ihre Steuer Bitch. Zu prüfen. Ja, ich bin hier, um eure Steuer. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen Steuerprüfungen haben immer dann, wenn es am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper. Eigentlich Gangster-Rapper und guten Ruf, nicht ruinieren. Guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. So, was haben wir hier alles? Geht zu Bass, Gitarre. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Na. Ich kann Gitarre und Bass nie auseinanderhalten. Gitarre und Bass. Federrohre, können wir die mitnehmen? Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Nur eine Feder, oder was? Ja, eine rosa eine Feder haben wir da. Sofa, als könnte das. Ein blasser, dünner Junge wie ich ein Sofa tragen. Geh zu One Direction Poster, Ace of Base und DJ Bobo. DJ Bobo? Wir gucken uns alles mal einfach an. Chabos wissen, wer der Bobo ist. Chabos wissen, wer Bobo der ist. Bobo ist. Oh, guck mal, aber. Aber? Ace of Base? Ich finde ja AJ am süßesten. Ja, und ein Fun Fact nebenbei, One Direction hat sich getrennt. Oh Gott. Drumstick, Edelstahl. Vielleicht könnte man... Ist nicht aus Holz? Nee, der ist aus Edelstahl. Vergammelte Burger. Können wir Burger mitnehmen? Nein. Kommt da bestimmt ein Witz. Igitt, den kriegt der Praktikant. Ah, fast. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Drumstick. Das darf nur die Drummer Queen. Die Drummer Queen. Gut, jetzt können wir nur noch mit dem Steuerprüfer erstmal reden. Ja, mal gucken, was das sagen kann. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Hat er uns schon gesagt. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Hat er auch schon gesagt. Warum haben Sie eine Maske auf? Haben wir... Ach, ist egal. Ja. Sieh leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Freundlicher Mensch. So, was brauchen wir alles? Ich mach mal, Kontaglump ist das ja. Kontaglump, das sind die Zutaten, wie die wir uns schon vorher aufgeschrieben haben. Dann brauchen wir den Beef für den Beefträger. Und wir brauchen jetzt, unsere Belege, ne? Unsere Belege, genau. Belege. Und beim Kontaglump fehlt uns, glaube ich, noch eins. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich glaube, das war Zitrusaroma. Das waren nur die paar Sachen. Zitronen. Gut, jetzt müssen wir den Notausgang benutzen. Da ist er mir. Ja. Garderobe von Adi. So, was ist hier? Geht zur Garderobe von Relefanten. Ja. Hat sich eingeschlossen. Wir haben einen Edelstahl-Drumstick. Say what? Garderobe von Adi. Geh zur Topfpflanze, geh zu Poster. Da ist ein Kabel drin. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Beate Zschäpe Musical? Ja, hier, ihre Katze. Ach so. Die armen Katzen hatten nichts zu essen.
Topfpflanze. Topfpflanzen sind immer schön. Dann lasse ich mir lieber von Yuko die Eier auf den Boden tackern. Erkennst du, wer da drauf ist? Wie soll das sein? Kennst du wirklich? Das ist... Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist... Der hat so eine... Late-Night-Radio-Show gemacht. Also der hat immer in der Nacht Radio moderiert und hat dann immer so... Domian, so heißt er. Ey, das ist keine Talkshow hier. Warte, dann. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Domian war nämlich da. Genau. Wir gucken uns einfach mal alles an. Schauen wir uns im Kies. Das war geil. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Kann man hier hinten noch weitergehen? Nee, nicht. Hängt da ein Zirkus Halligalli-Schild an der Wand? Es steht, nein, nicht das, ein das Plakat daneben. Vom Satans-Triangelisten. Ja. Meinem ersten Film. Zum Glück war nichts drin. Ja, das war Wegweiser hier. Achso. Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Gut. Geh jetzt zur Garderobe. Abrinder. Geh zum Montclair Jacke. Hier ist es schon warm genug. Cola. Ah, hier, Cola brauchen wir. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Edelstahl. Benutze das doch selber. Benutze das doch selbst. Feder. So, warte mal. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal Cola. Wir sollten sie jetzt vielleicht nicht aufmachen. Also in der Theorie ja, ist es ja, unpraktisch. Wir hätten noch einen Kanister. Ich glaube, da könnten wir das theoretisch dann reinmachen. Stimmt, Kanister haben wir ja. Richtig, aber ich sollte die Cola vorher öffnen. Gut. Könnten wir das? Gute Idee, aber irgendwie müsste ich erst den Schweiß aus dem Pulli extrahieren. Also das funktioniert. Also haben wir schon mal auch den Alpaka-Schweiß. Jetzt brauchen wir nur noch den Alkohol und die Zitrusaroma. Zitrusaroma. Manager-Spielzeug. Jetzt nicht. Jetzt nicht? Mal den Computer an. Die haben ja das Neueste der Technik bei sich. Ah. Deswegen das Spiel auf dieses Style, weil anders hätten wir auf den Rechner nicht zum Laufen bekommen. Ah, dadurch kriegen wir unsere Belege. Stark. Oder auch nicht. So. Ich dachte, wir haben jetzt weil draußen stand ja nämlich der Kopierer, ne? Ja, aber wir haben jetzt einen startenden Windows 95 Rechner gesehen. Mein Leben ist bereichert. Windows 95, dieses Windows ist so alt. Arm runter! Wie? Arm rauf! Ach, das wird nie langweilig. Sehr wert, ist das vielleicht ein 25.000 Beleg? Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Nimm mit. 25.000, ob man da... Ja, hast du schon gesagt, aber... Mülleimer da sind bestimmt. Da sind die Steuererklärungen. Eine Beefbombe von Campino. Endlich wieder Beef. Ah. Dann haben wir die da. Dann haben wir die, genau. Lernen erstmal Longboard fahren. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Vielleicht ist es ein verwunschenes Longboard. Ob es sich in Simon Unge verwandelt, wenn ich es trete? Probier mal. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Prism Computer. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen. Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir. Können wir den erstechen?
Nee. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Was? Woher? Was? Bitte? Thomas? Ja, okay, das hat man ja. Du sag nicht immer... Neues mehr. Ja. Gut. Hier hinten ist... Oh, geh zu Rudi Carell. Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Ist wie zu Hause. Wie zu Hause? Das Fenster rausgekommen. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wenn die Sonne kommt, wegen muss ich aber Tans. Zuziehen. Wegen des Teins. Wegen des Teins. Teins. Wegen meines Teins. Er läuft schon. Er läuft schon. Ja, aber... Microsoft. Das Apple des kleinen Mannes. Da rede ich mir ja den Mund fusselig. Also da können wir auch nichts machen. Gut, ah, warte mal. Hier ist eine Schublade, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Schublade... benutzen. What? Die bauen eine Schublade ein, damit man sie auf und zu machen kann? Geh mal zur Seite hier. Schublade. Ah. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Weg aufs Klo zu gehen. Da wollten wir auch irgendwie hin. Genau, aber erstmal gehen wir hier zum Durchgang. Wenn wir schon mal hier sind. Da sind die Bastel-Bravas wieder. Vielleicht können die uns mal weiterhelfen. Vielleicht haben die hier irgendwas rumzulegen, um ein paar Türen aufzumachen. Geh zu Trichter. Wir nehmen den Trichter einfach. Wir brauchen noch einen Flaschenöffner. Stimmt. Oder wir reden mit denen und daraus der Kommunikation. Mikrowelle! Da können wir den Schweiß extrahieren. Och, nie hat man Popcorn dabei. Na, dann versuch's einfach mal, den Dings mit dem Bums zu... Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld, oder? Was? Was stand als letztes? Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld, oder so. So. Schraubstock. Da könnte man das auch machen mit... für den Pulli. Ich probier's einfach mal. Die Kurbel fehlt. Der Drumstick aus Edelstahl. Passt, jetzt geht das Teil wieder. So. Ich brauche etwas, um den Schweiß aufzufangen. Trichter mit einem. Den bekomme ich da nicht drunter. Ein flaches Gefäß, das wäre was. Nee, ein Trichter ist ja nicht flach. Versuch's trotzdem. Das will ich nicht auspressen. Warte. Da passt er nicht rein. What? Wir fragen erstmal. Wir sprechen erstmal hiermit. Hi, Bastel Brothers. Bastel Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal, habt ihr Feuer? Habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Was bastelt ihr denn schön? Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Ja, das passt. Vielleicht kommt da noch ein anderer Spruch. Was bastelt ihr denn Schönes? Angebissener Apfel, alte Pizzaschachtel, Luftpumpe, zack, fertig. MacBook Air. Los, komm, da sind bestimmt noch mehr. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Aufgebraucht. Habt ihr Feuer? Wie war nochmal das Rezept? Wie war das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Okay, also das war das. Ach, schon gut. Hand Feuer nehmen, haben sie nicht. Schütteln. Zack, fertig. Wofür brauchen wir Feuer? Das weiß ich noch nicht. War wahrscheinlich bloß als Gag eingebaut. Luftballons, kann man die nein, nehmen? Danke. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Wir könnten jetzt natürlich auch zum Klo stratzen und gucken, ob wir da ein flaches Gefäß sind. Ja, stimmt. So eine Ente oder so. Ja, oder... abgerissenes Waschbecken oder so. Oder wir bringen erstmal, wir gucken mal ins Bad, dann gehen wir zum Beefträger und bringen den Beef. Ja.
und dann schauen wir weiter. Zack, warte mal, hier ist irgendwas in der Tür, ne, kann man nicht. Ganz schön dunkel hier. Helfe, du Fleck. Was riecht denn hier so? Drück aufs Knöpfchen. Ach du je. Das sieht so ja sehen die Klos also bei ZDF nie aus. Das sieht aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Goldener Stinkefinger, Deutscher Fernsehpreis, Grimme-Preis. Die drei Preise. Was hat die bekommen? Ich weiß es nicht, aber wenn hat er sie wohl auf diesem verranzten Klo. Klostein! Klostein-Aroma. Ja. Ich bestimmt nicht an. Ach, den rührt er nicht an. Ah, Muschi. Ah, stimmt, der hat ja seine neuen Handschuhe. So, dann haben wir auch unser... Der Handschuh ist glatt weggeätzt. Klostein ist immer Zitrusaroma. Brauchen wir nur noch Alkohol. Okay, ja. Dann habe ich jetzt schon eine Geschäftsidee für uns. Wir werden einen Klostein entwickeln, der nach was anderem als Zitrone riecht. Ich glaube, die gibt's schon. Können wir das vielleicht benutzen? Ich uriniere doch nicht beim Pöbel. Handtuchspender. Das ist sicher voller Bakterien. Wie ein Hipsterbad in Mitte. Das ist sicher voller Bakterien. Wie der Badeteich im Dschungelcamp. Waschbecken. Kaputt. Wozu sollte man in der Medienbranche einen Spiegel dabei haben? Das sehe ich nicht. Können wir die Preise mitnehmen? Lieber nicht. Wer weiß, wo der schon war. Ich lasse ihn lieber hier. Ja, lass mal hier. So, Klorolle. Das ist sicher voller wie die Rückbank im Bang Bus. Schmiererei. Können wir ja lesen. Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Die Tür klemmt. Können wir aber mal. Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld, oder? So, ansonsten ist hier nichts mehr wahr, du Spender. Also wir haben Pömpel und den Klostein. Das ist doch auch schon mal was. Ja, eben, das ist ja schon mal was Gutes. Jo. Der Riegel ist weg. Hier, den Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Könnten Sie kurz aufhören, Na gut, Füße? Aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu, eine Beef-Bombe von Campino. Da muss aber noch Porto drauf. Hornhautrommel. Ja. Ja, stimmt, damit können wir den Klostein vielleicht raspeln. Stimmt. Igitt. Toll, Klosteinraspel. Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Gut, dann haben wir schon mal das Zitrusaroma. Perfekt. Wir, was brauchten wir für den Klober? Ein flaches Gefäß. Ein flaches Gefäß. Vielleicht könnte das auch die Colaflasche sein, dass wir erst... Ist die Colaflasche... Mit einem Pömpel kriegt man doch eine Cola auf. Ah, warte mal. Cola mit Tisch. So kriege ich sie nicht auf. Man kann doch alles. Ja. Alles benutzen, um eine Colaflasche aufzumachen. Genauso wie eine Bierflasche. Vielleicht hat er deswegen nach Feuerzeug gefragt. Das könnte sein. Feuerzeug. Poster. Magazin, Neujahrskarte. Jutebeutel. Nee, da kann ich jetzt nicht rangehen. Nicht später. Oder? Möchtest du kurz weiterspielen? Ich geh mal ans Telefon. Ja, dann pausieren einfach und dann weitermachen. Ja, stimmt. Wir haben ja bestimmt die warte mal, Möglichkeit. Warte mal, kannst du ja so lassen. Ja, wir lassen das einfach so. Das sieht ja eh nicht viel. Ja, dann schneide ich das nur noch raus. Und hab jetzt gehabt. Hört auch schon vor. Thank you.
Hallöchen. Ja. Ja, haben wir. Für was? Na, nachhau. Ja. Gut. Ja, mal schauen. Ja, machen wir. Tschüssi. Ja, machen wir. Haben wir. Bis dann. So. Nächster Versuch. So. Poster. Backstage kannst du nehmen. Nee, da kann man ja gerade. Nee, aber den Buchstaben. So, nee. Das ist der Ton, das ist Dings. Goldene Stimme. Finger, Replika. Wir probieren mal alles zu nehmen. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Warum ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Nasenschattentaschenlampe? Nasenschattentaschenlampe. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Staffel 2. Warum ist das so billig? Til Schweiger. Ja, das hatten wir schon. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal. Okay. Warum ist das so billig? Ich dachte, da wäre noch. Aber mit dem schon. Ramsch würde ich. Das sind Tassen, oder? Ja. Eine Tasse wäre es ja eigentlich auch gewesen. Schlappe 906,50 Euro. Weißt du, so als flaches Gefäß? Ah. Geltend machen kann? Ja, das wäre eigentlich. Mit dem Ramsch. Ja, mit dem Ramsch. Plüsch. Kiki. Was Kiki? Ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Das ist echt komisch. Hier war bei Sami Slimani auch Ton und hier nicht mehr. Handtücher. Warum ist das so billig? Jutebeutel. Mit dem Ramsch würde ich. Mit den. Ja, mit Jutebeuteln jemanden zu bewerfen, ist eh äußerst ineffektiv, ne? Nochmal mit Bart reden. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Och. Na toll, jetzt ist das Feuerzeug im Arsch. Dafür ist die Cola endlich offen. Gut. Jetzt hat er eine offene Cola in der Tasche, oder was? Lieber nur ein paar Tropfen. Kannst du gleich das Klostein-Gedöns auch gleich reinholen? Das ist das Sendungsbuch für William. Hm? Die Klosteinreste. Ja, stimmt. Schön zitronig. Was machen wir mit der Feder? Vielleicht brauchen wir die ja noch. Say what? So, dann haben wir auf jeden Fall Alpaka-Schweiß. Wir brauchen noch irgendwas, ich hatte ja gedacht. Wir brauchen noch Alkohol. Alpaka-Schweiß, also immer noch ein flaches Gefäß, genau wie den Alkohol. Die Hälfte von denen habe ich bei Facebook geblockt. Und das Beef haben wir auch gefunden für den Beefträger. Ja, davon haben wir ja die Raspel bekommen. Genau. So. Können wir jetzt irgendwas aus dem Hut zaubern? Wärst du lieber ein depressives Einhorn oder ein mega schlauer Nacktmull? Depressives Einhorn. Dieses wunderschöne Lachen der Figur. So. Achso, den Beef haben wir ja jetzt abgehakt. Genau, den Beef haben wir. So. Belege. Belege für Stromkasten. Können wir den jetzt irgendwie auch machen? Lieber nicht. Lieber nicht. Teamtoilette waren wir gerade. Wofür könnten wir den Pömpel gebrauchen? Also da sind ja noch zwei. Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld, oder? Ja, glaube ich eigentlich. Ja, du arbeitest im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Tja, da muss man ja sehen, wo man bleibt. Eben. Geh zu Kopierer, haben wir da vielleicht irgendwas noch drin?
Zack. Papier nehmen. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau für ein Filmteam inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Nimm noch mit. Eine Tageskarte. Mhm. Genau, ob man das bei. Ach Gott, ey. Ja, aber er nimmt's nicht. Er ja, nimmt es ja, nicht. Er nimmt das nicht. Was immer sehen. Ballons. Nur die Mikrowelle. Was ist denn mit der Mikrowelle los? Mach doch mal die Mikrowelle auf. Och, nie hat man Popcorn. Der Thermomix ja, des kleinen Mannes. Der Thermomix. So. Benutzt das doch. Ich brauche etwas, um den Schweiß aufzufangen. Den ja. bekomme ich da nicht drunter. Ein flaches Gefäß. Dann mach mal unten, was. Benutze Trichter mit Kanister. Da passt er nicht rein. Daraus kann ich kein Glump mixen. Okay. Feder? Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Feder, könnte man damit irgendwen kitzeln? Bart ging ja nicht. Das habe ich ja schon probiert. Hat sich ein gebunkert. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Ey, das ist nicht DSDS hier. So. Hat sich eingeschlossen. Fragen wir doch mal Captain Obvious. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Warum hat William sich eine Kugel nach unten genommen? Warum hat William sich eine Bowlingkugel mit nach unten genommen? Die auf seinem Hals oder die in seiner Hand? Spaß beiseite. Ich hab keine Ahnung. Das musst du schon aus ihm rauskitzeln. Ah. Natürlich. Genommen. Was kannst du mir mal mit dem Wandschrank in der... Kannst du mir mal mit dem Wandschrank in der Teamtoilette helfen? Benutz einfach deine Muskelkraft und denk an das Hebelgesetz. Wandschrank in der Teamtoilette? Mit den drei Preisen drin. Ach so. Was ist denn mit dem Wandschrank in der Teamtoilette? Das hat man gerade... Helfen. Um alles in der Welt soll ich Alpaka-Schweiß herbekommen, das wissen wir ja. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Okay. Das hast du gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt erst warte mal. Kitzel. Also. Teamtoilette wüsste ich hier vielleicht mit dem Pumpenmeister. Vitrine. Ach nee, hier, da hin. Die Tür klemmt. Hier. Tür klemmt. Hebelwirkung. Ah, nee, haben wir noch nicht. Okay, dann wirklich erstmal kitzeln wir ihn erstmal raus. So. Ah, fertig. Monster im Wandschrank. Gut, dann kitzeln wir mal. William Kohn. Nehmen wir die Bowling. Ich kann sie nicht greifen. Aber was mit dem Pömpel oder was? Können wir jetzt vielleicht die Tür einschlagen? Keule. Jetzt frage ich mich ja gerade, ob du mit dem Pömpel wirklich eine Bowlingkugel helfen könntest. Kommt auf die Größe der Bowlingkugel an und ja, theoretisch müsste das so gehen. Aber ich glaube nicht so. Nee, das ist nicht unbedingt. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt auf Scheiße aus und gucken, ob wir jetzt die Tür damit vielleicht einschlagen können. Die Tür klemmt. Also nicht, können wir damit die
Maschine kaputt. Lieber nicht. Lieber nicht? Das sind ihnen die wichtigsten Preise, die hängen im wichtigsten Raum. Da, wo man immer jeden Tag ist. Das könnte kaputt gehen. Was geht kaputt? Gut. Wir quatschen. Wer sind's hier? Warum ist das? Warum haben wir die Maske auf? Ach, ist egal. Zieh Leine und nee, ich komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Ja, sonst ist hier auch nichts. Vielleicht können wir Adis Bunker damit einschlagen. Komm. Es könnte kaputt gehen. Und hier vorne den Raum. Es könnte kaputt gehen. Lüftungsschacht. Was denn? Ah. Lieber nicht. Alles, was so schön klingt. Lieber nicht. Oder wir fragen nochmal Captain Obvious. Vielleicht hat er eine Ahnung, wie wir Dingens machen können. Dingens? Den Schweiß aufmachen können, ja. Hallo Captain Obvious. Hallo. Hallo Jan. Kannst du mir Wandschrank in der Teamtoilette helfen? Hebel. Hebel müssen wir wahrscheinlich von Bart bekommen. Das heißt, wir müssen mit Bart reden. Alpaka-Schweiß herbekommen. Wo um alles in der Welt soll ich Alpaka-Schweiß herbekommen? Kurz vor der Sendung reibt sich William immer an den Alpakas. Das bringt Glück. Ja, da sind wir genauso schlau wie vorher. Ja. Alpaka-Schweiß, ich wollte nur sagen. Das hast du gemacht. Hahaha. Ha, ha. Ich glaube, wir können dann das Brecheisen mit der Keule tauschen, weißt du? Wer braucht ja nur irgendwas, um den Leuten auf die Fresse zu hauen. Quatschen. Hi Bart. Hey Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass Flair nicht reinkommt. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Hinter dir. Eine Stalkerin. Hinter dir! Eckart von Hirschhausen! Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir einen Ersatz bringst. Okay. Ach, ist egal. Okay. Man sieht sich. Hier, bitte. Hier, Bart, das habe ich für dich gebaut. Cool, danke. Dafür gebe ich dir mein Brecheisen. Okay. Tipptopp Ding, danke. 1er Arbeitsgerät. Okay. Das ist ein Klopümpel mit einer Bowlingkugel. Ja. 1er Keule. Das heißt, wir sollten die Scheißhaus-Toilette jetzt aufkriegen, ne? Hoffentlich. Das ist Barts geliebtes Brecheisen. Und jetzt geht's bestimmt kaputt. Tada! Ah. Leider ist das Brecheisen im Arsch. Den Eimer können wir runterstellen. Ja. Deswegen mussten wir wahrscheinlich dorthin. Können wir den Besen gehen? Ich lasse ihn lieber hier. Okay, Wandschrank. Ein Wandschrank für Putzutensilien. Für Putzutensilien. So, das heißt aber jetzt müssen wir hier hin. Und dann haben wir. Dann fehlt ja nur noch der Alkohol. Jo. Wo kriegen wir den Alkohol her? Wo ist der Alkohol? Okay, und jetzt? Benutzen. Okidoki. Ohne seine Hände aus der Tasche zu nehmen. Jetzt kannst du den Eimer bestimmt nehmen. Riecht wie frisch gepresster Alpakaschweiß. Oh ja, lecker. Und jetzt Eimer in... Köstlich. Das passt. Wofür brauchen wir denn den Trichter? Das
Wahrscheinlich, um ihm ein Ding in den Kopf zu stecken und dann die Suppe drin zu kippen. Und ja, stimmt. Noch Alkohol. Ja. Ja, wir brauchen noch Alkohol. Und die Belege. Wo kriegen wir das jetzt her? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die Belege brauchen. Ja, stimmt. Also die sollten nicht primär sein. Wenn man sie findet, schick, ansonsten. Ja, aber den Alkohol. Ja, wo finden wir den Alkohol? Wir sprechen nochmal mit ihm. Hi, Bustle Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal. Wie war nochmal? Ja. Ist ja das nur Rezept noch kennen wir jetzt. Das haben wir ja. Bisschen Alkohol. Zack, fertig. Tschüss. Tschüss. Alkohol, wo kriegen wir. Den hat er bestimmt. In seinem Büro irgendwo. Den Alkohol? Ja. Oh Gott. Die Schokolade, da war nur der. Ist drin. Jette. Aber ich kann mir vorstellen, dass. Das hier. 25.000 Stück. Ob man das bei der Steuererklärung... Dass der was? Dass der Typ die Steuerbelege braucht. Hast du? Hm. Was haben wir übersehen? Ach du, in unserer Situation, es kann alles sein, was wir hier übersehen haben. So. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Aber wir müssen doch auf die Bühne. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Also, jetzt können wir nicht mal mehr Captain Obvious was fragen. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Auf die Bühne gehen können wir. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. Vielleicht nochmal in unserer Garderobe. Ledersessel, Waschmaschine, Spielzeug, Williams, Kamera. Lieber nicht. Klebt ein bisschen. Das haben wir eigentlich ganz Botox da vorne. Botox-Spritze, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich muss hier bleiben. Das muss hier bleiben? Was haben wir denn ganz vorne in unserem Inventar? Das ist das Sendungsbuch für William Cohn. Achso. Also das ist ja das, was wir überreichen müssen. Damit es weitergeht, Ledersessel. Kann man noch was rufen? Nur auf und zu machen, okay. Unten im Keller ist nichts weiter. Nicht wirklich. Team Toilette, da könnte noch was drin sein. Mein Eimer vom letzten Malle-Urlaub. Oder können wir vielleicht den Mob benutzen? Ah, leider keine Lust. Gehe zu Körperflüssigkeit. Ich lasse ihn lieber hier. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Tommy Gottschalk? Bist du es? Nein, das ist auch nichts. Tuschbinde. Waschbecken. Ich glaube, da ist nichts. Nein, glaube ich auch nicht. Stromkasten. Hat er dir gar nicht reingetraut. Boah, nö, geh weg damit. So, dann nochmal hier rein. Sauber Alkohol. Sofa. Als könnte ein blasser, dünner. Ja. Gitarre, Bass, Lichterkette macht da auch nichts. Ich bin noch bescheuert. Kühlschrank. Ich hatte es jetzt gar nicht. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Ach. Otto, lass mal ich hatte gar nicht als Kühlschrank identifiziert, das Ding. Jetzt gehen wir erst einmal ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? Wofür waren die 17.000? Laugenbrezeln. 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, sie dünner Lauch. Geht doch, sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Nächste hier Frage, Aslak. Ich 1000 hier sehe ich 1.000 verbucht. Euro verbucht. Was war denn das? Was war das denn? Na, was war das? Es ist noch herunter.
glaube, Beef für Beef-Träger. Beef-Marken. Nee, das waren die Wumbo-Figuren. Das aus dem Kopierer war das. Stimmt. Ah, ja, ja. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, ja. Nächste Frage. Nächste diese Frage. Rechnung über 906,50 €. Über was? Wofür 906,50 €. Ich weiß es gerade nicht. Die Glockenlieferung mit dem Vierdruck. Warte mal. War das vielleicht am Anfang, als war die, den Glump? Ich weiß nicht, ob der Glump war. Der war vorher gerade noch einfach. Wenn wir es falsch machen, dann können wir ja bis zu dem Punkt wieder rankommen. Bestimmt. Die Glump-Lieferung mit dem Fehldruck? Anurakium, auf keinen Fall. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast. Okay. Okay, wir haben ja jetzt. Ach, ist es. So, bla bla. Übernehmen Prosecco. Auf ein neues. Jetzt kann er sich warm anziehen. Scheiße, da ist doch ein Beleg in der Tür. Jetzt geht. Ich habe hier. So, das waren die Laugenbrötchen, genau. 1000 Euro waren für zwei Wumbo-Figuren. Und Lizenzen wollen Sie mich schnappen, Blödelmann oder was? Komm erst wieder, wenn du deine hast du. Hier oben. Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Ah. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ja, machen wir so. Machen wir. Und jetzt können wir. Ach, ist egal. Ach, müssen wir jedes Mal über die Prosecco-Flasche gehen? Ist ja auch nervig. Auf ein neues. Auf ein neues. Eduardo, lass mal. Finger weg. Jetzt gehen wir. So, Belege. Ich habe hier. Das waren Laugenbrezeln. Ich glaube, wir haben es dann voll falsch rumgespielt. Eigentlich soll es das wahrscheinlich der erste Beleg sein und die Prosecco-Flasche. Aber wir haben sich als Kühlschrank identifiziert und wir haben nicht versucht, da irgendwie zu gucken. Korrekt. Nächste, diese Rechte. So. Eine Uhr. Das war auch das letzte, was noch übrig war. That's right, bro. Okay, Digga, so, dann passt okay, das ja Digga, so. Aber wenn sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich sie Otto persönlich an ihrer zu langen Nase über den Shiny-Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Gut. Dann haben wir sogar alles, wa? Ja, Prosecco Rinde. Okay, das wäre der Alkohol. Und dann müssen wir ihm wahrscheinlich den Trichter ins Maul stecken. Glump. Wollen wir auch mehr Glump machen? Mit Alpaka-Schweiß. Und einen Klostein. Aus der möglichst ranzigsten öffentlichen Toilette, also wirklich irgend so eine Bar in. Oh, nee. Keine Ahnung. Irgend so eine richtige. Von irgend so einem Club. Weißt du, wenn da ein Klostein ist, dann nehmen wir den. Das passt. Irgendwie aus dem Berg ein paar Klosteine klauen und die dann. Die reichen wahrscheinlich alleine schon aus, um nie wieder aufzuwachen. So, dann stopfen wir ihn mal. Trichter in den Mund. Fakt so. Jetzt einen Kanister Glump reinkippen. Genau. Das freut ihn. Und rein damit. So. Es ist grün. Es ist grün einfach. Jabadabadu! Jabadabadu? Die Dosen sind auch einfach weg unter ihm. Ja. Er hat sie aufgesaugt. Er hat sie als Energie in sich aufgenommen. In seinen Seitenfalten. Mein Lieber, ich hatte den verrücktesten Traum. Ja, ist ja gut. Gern geschehen. Die Sendung fängt jetzt an. Alright, ich bin allzeit bereit. Alles klar, Leute. Dann kann es ja losgehen. Haben alle ihre Texte? William? Ich bin ready. Bastard Brothers? Zack, fertig. Beefträger? Jan? Wo ist der Boss? Was habt ihr mit dem Boss gemacht? Keiner verlässt den Raum. Ihr seid alle verdächtig. Wir haben Jan Böhmermann. 1 Milliarde Euro von GEZ Überschusskonto. Das ist dann Platz für Teil 2.
Richtig, aber er wird dann erst irgendwann folgen, wenn die Entwickler den haben. Ja, aber ich fand's ziemlich geil. Hier vor allem William Cohn. Als William Cohn. Als William Cohn. Aber hat Spaß gemacht. Definitiv, also war auf jeden Fall ein ganz nettes. Ja. Quasi ein Level von einem großen Spiel, aber dafür war es auch gratis. Das war gratis und es war auch in sich schlüssig. Ja, wir sind darauf, also auf die meisten Sachen haben wir relativ mit Anhieb gekommen. Das ist schon ein Zeichen. Gut. Ja. Also ich fand es auch ziemlich geil, so dass ziemlich alles eigentlich aus der Sendung genommen wurde. Außer Bart. Bart kenne ich nicht. Bart kenne ich auch nicht. Bart habe ich noch nie gesehen. Vielleicht war Bart vor unserer Zeit oder Bart trifft man nur, wenn man live in der Sendung dabei ist. Ja, das wahrscheinlich. Vielleicht ist es ja tatsächlich der Türsteher, keine Ahnung. Also Böhmermann, lade uns doch mal ein, damit wir Bart kennenlernen. Genau. Ja. Gut, dann war's das mal mit einem kurzen Let's Play. Richtig, von mir Stelle und von mir Igweis oder Darius oder je nachdem, welchen Namen ich verwende. Ach, richtig. Ich habe ganz viele. Mein Phantom. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö.